Das Rennen, der Weiße Ring, hat nun ein Ende. Du bist der neue Sieger 2009. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, einfach nur super, überwältigend. Es war schon ein geiles Gefühl, hier mal ganz oben zu stehen, und es ist einfach nur gut. Wie hast du dich denn auf diesen besonderen Tag vorbereitet? Ja, nicht speziell. Ich habe gestern die Strecke angeschaut, war letztes Jahr schon mal da beim Rennen. Aber einfach nur laufen lassen, war gut. Warst du zufrieden mit der Piste oder gab es da irgendwo schwere Abschnitte? Nein, war alles eigentlich generell ganz super gemacht. Auch für den Liftanlagen war ganz gut. Madloch ist ein bisschen streng zum Fahren, aber ist einfach, hat schon passt, war gut. Du hast hier eine spezielle Trophäe bekommen. Bekommt die einen Ehrenplatz bei dir zu Hause? Ja, also ich denke, die wäre bei mir in einen Ehrenplatz. Zu einem Ehrenplatz geben, ja. Wer war denn für dich persönlich die härteste Konkurrenz bei diesem Rennen? Ja, die härteste Konkurrenz war eher nicht für mich selber. Ich habe mir ein Ziel gesteckt, dass ich unter die ersten 50 fahre. Und dann auf einmal war es zum der Ortlieb oder der Girardelli oder Gattami Nassinger zu schlagen. Es ist einfach ein super Gefühl. Ist das das erste Mal, dass du mit solchen Skigrößen an einem Rennen teilnimmst? Ja, also wie gesagt, ich war letztes Jahr also im ersten Mal da und da war ja der Ortlieb und der Girardelli auch schon am Start. Aber da habe ich eine Startnummer von 860 gehabt. Das war unmöglich, zum da in die Ränge fahren. Aber jetzt ist es einfach, passt. Du hast nun einen sehr guten Zug auch bewiesen. Du hast von Kessler Skier geschenkt bekommen, nimmst sie aber nicht an. Was möchtest du damit machen? Ja, ich möchte es einfach einem karitativen Zweck zugutekommen. Ich habe einen super Partner bei ein paar Vögel, wo ich immer ein bisschen Ski kriege. Und das ist eigentlich ein besserer Zweck, um das einfach hergeben, nehmen, was braucht, sage ich jetzt mal. Oh,